Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren LS22 Tutorial Video hier auf Cornhub. Ich grüße euch. Wir kümmern uns jetzt um das Thema Schaltung. Beziehungsweise wir kombinieren gleich mal ein paar Themen zusammen. Und zwar Schaltung, manuelle Schaltung, Richtungswechsel, Lastengewichte beziehungsweise Ladegewichte. Alles in einer kompakten Form. Denn der LS22 bietet von Haus aus Fahrzeuge mit manueller und Lastenschaltungsgetrieben und ein Fill-Type-Limiter, wie man das so immer am blödesten ausdrücken kann, also sprich gesamt zugelassene Gewichtsklasse, ne, dass man das dementsprechend nicht übersteigen kann. Und das könnt ihr halt nutzen, später mit Modfahrzeugen sicherlich auch. Und das ist auch speziell für Tastaturspieler ganz geil. Für alle die natürlich ein Lenkrad haben, konnten das natürlich auch schon in den Vorgängern mit diversen Mods. Jetzt geht es halt von Haus aus. Für Controllerspieler geht es genauso, für Tastaturspieler ebenso. Ist halt nur abseits vom Lenkrad mit Schaltknüppel und hast du nicht gesehen, alles ein bisschen fummelig, aber es funktioniert. Och nee, das glaube ich jetzt nicht. Tim! Mensch, Olaf, hallo? Alter, wir haben uns zuletzt vor 10 Jahren gesehen. Wie passiert denn das jetzt? Guck mal hier aufs Kennzeichen. LS22 Nitrado dedizierter Server. Oh, hör auf, wo finde ich denn das? Tja, jetzt vorbestellbar. Link in der Videobeschreibung. Sehr gut. Jetzt die leistungsstärksten LS22 Server vorbestellen bei Nitrado. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Mein Name ist Hans. Nun viel Spaß beim weiteren Video. Schauen wir uns erstmal generell an, was es denn für Unterschiede in den Getrieben gibt. Wir haben manuelles Getriebe. Bei manchen Fahrzeugen, gerade hier bei diesen Oldtimern mit dazu. Wir haben stufenloses Getriebe. Wir haben dementsprechend, wo haben wir hier den wunderschönen Fendt? Wo haben wir ihn? Hier. Und wir haben manuell plus Lastschaltstufen mit drin. Also, dass wir manuell schalten plus noch Lastenstufen mit haben. Ebenso gibt es dann noch diverse Unterkategorien, die jetzt hier weniger bezeichnet sind, angetrieben, zum Beispiel PowerShift, VarioShift, hast du irgendwo nicht gesehen. Hier gilt das alles generell als stufenlos, aber im Real Life ist es dann dementsprechend ja nochmal anders. Ne, wir haben zum Beispiel hier bei den neuen R haben wir Lasten geschaltet, auch noch als eigene Kategorie wiederum noch die Teile, also sprich das Getriebe mit drinne. Ich empfehle euch dafür dann später noch ein ausführlicheres Video. So, schauen wir uns das erstmal grob an. Für alle Tastaturspieler. Ja, bedeutet erstmal, ihr macht erstmal in euer Spiel rein, geht auf Einstellungen, also Escape, hier unten Tastatureinstellungen, scrollt ein bisschen runter und sucht euch dann hier die Kategorie Fahrzeuge Gangschaltung raus. Hier ist teilweise, steht entweder schon was drin bei euch, wenn nicht, müsst ihr es manuell zuweisen. Das Wichtigste ist die Kupplung, Gang hochschalten, Gang runterschalten und Lastengruppe hochschalten und Lastengruppe runterschalten. Ihr könnt dann separat noch Tastenbefehle eingeben für die einzelnen Gänge, falls ihr das so haben wollt. Wenn nicht, läuft es über, bei mir jetzt in dem Fall über Numpad Plus, Numpad Minus und Keypad 9 und Keypad 7. Ne, also Numpad 9 und Numpad 7. Schauen wir uns als allererstes mal den Porsche Diesel an. Bevor Fragen aufkommen, dieser Porsche Diesel ist exklusiv in einer Revell Edition zum Zusammenbasteln. Da ist der Code drin. Ich weiß nicht, ob man den später irgendwo noch extern bekommt. Deswegen. Wir haben jetzt hier ein normales manuelles Getriebe. Das heißt, ihr seht hier drüben, wir haben jetzt auf N und haben noch die Gruppe, also die Lastengruppe L mit dazu. Wenn ich jetzt einschalten will, funktioniert das Ganze jetzt hier erstmal ohne Probleme, ja, weil wir hier dementsprechend auf N sind. Und wenn ich jetzt aber losfahren möchte, ne, seht ihr hier, ich drücke jetzt W und ihr seht unten das N, das leuchtet erstmal die ganze Zeit. Wir sind nämlich im Neutralen drin. Das heißt, ich muss jetzt einen Gang einlegen. Will ich diesen Gang einlegen jetzt über Plus, steht da, Gang kann nicht geändert werden, Kupplung muss bestätigt sein. Das heißt, ich drücke jetzt in meinem Fall die linke Shift-Taste, drücke einmal die Taste Plus und dann kann ich losfahren. Achtung, jetzt kommt es halt drauf an, wenn ich jetzt einfach die Kupplung loslasse, saufe ich den Motor ab. Ne, ist klar, weil ich kein Gas gegeben habe. Also ihr könnt dementsprechend das Ganze auch absaugen. Wenn ich jetzt wieder den Motor einschalten will, steht da, kann ich gestartet werden, weil Gang ist eingelegt. Das heißt, ich betätige die Kupplung, drücke einmal Enter in dem Falle, dass der Motor wieder angeht. Seht zu, dass ich hier in den Neutralen komme und dann ist so erstmal alles wieder schick schön. Ignoriert, by the way, mein Outfit. Ich weiß, es ist besonders. So, da gehe ich jetzt hier wieder in die 1 rein, kriege jetzt W und lasse die Shift-Taste los. Ne, und dann bin ich jetzt dementsprechend im ersten Gang hier in Gruppe L
und damit haben wir ganze 2 km/h. Will ich jetzt hochschalten, muss ich wieder Kupplung drücken, Plus drücken und weiter. Und das Ganze natürlich relativ, sollte das Ganze relativ smooth stattfinden, weil ansonsten sauft er halt die Karre ab. Ist halt ein bisschen aufwendiger. Wenn ich jetzt sage, ich würde gern in die nächste Gruppe gehen, habe ich jetzt hier Numpad 9. Ne, das seht auch hier wieder, da muss ich dementsprechend einmal die Kupplung drücken und schon komme ich dann hier wieder weiter. Genauso, wenn ich runterschalten will und so weiter und so fort, ne, dann alles dann wieder einmal über die Kupplung. Das ist zum Beispiel bei dem Porsche jetzt hier der Fall. Der hat nur diese 2 Lastengruppen oder Gruppen generell L und S. So, wenn wir dann uns zum Beispiel den Fendt 500 Favorite anschauen, dann haben wir das gleich in grün. Wir sind jetzt hier im Neutralen drin, alles schick schön. Wenn ich ja Gas gebe, ne, kann ich im Neutralen bleiben. Drück also einmal die Kupplung, gehe in die 1 rein, fahre ein bisschen los, komme ich hier im ersten Gang auf 6 km/h. Auch wenn ich die Kupplung hier drücke, ihr seht, ne, der Fahrer ist da dementsprechend auch mit animiert. Alles kein Problem. Gehe ich also hier wieder rein, bin jetzt beispielsweise hier in der Lastengruppe 1, kann ich auch wieder durchschalten. Wir haben jetzt in dem Falle 4 Lastengruppen, 1, 2, 3 und die 4. Und in der 1 kann ich beispielsweise sogar im dritten Gang anfahren. Das ist kein Problem. Ich kann auch versuchen, im vierten Gang anzufahren. Klappt auch noch. Wenn ich versuche, im fünften Gang anzufahren, ja, merkt man schon, wird weniger. Im sechsten Gang geht auch noch, aber dann quält er sich schon ab. Das Ganze kann ich allerdings nicht tun, indem ich sage, ich will jetzt hier Lastengruppe 2 oder Lastengruppe 3 und sage jetzt, jo, fahren wir mit der 3 bzw. hier mit der 6 los. Ab einem gewissen Punkt kommt dann einfach die Überlastung, nenne ich es jetzt einfach mal, und ich kann nicht mehr anfahren und ich saufe die Karre am Ende des Tages halt ab. Also je nachdem musst du halt gucken, ist aber von Traktor zu Traktor unterschiedlich. Also mal geht's, also bei manchen geht's wiederum halt nicht. Gang 1, Gang 6 hier, in dem Falle jetzt ohne Probleme, ne, und so weiter und so fort. Da könnt ihr halt auch die Lastengruppen umschalten. Ich habe jetzt zum Beispiel im Lastengang 1, Gang 6, komme ich hier auf 30 km/h. Schalte ich jetzt in die nächste Gruppe, komme ich schon mal, oh Entschuldigung Porsche, Mahlzeit, komme ich auf 36. Schalte ich in die nächste Lastengruppe, komme ich auf 44. Schalte ich in die letzte Lastengruppe, komme ich dann auf die 52 km/h. Ja, das ist alles kein Problem. Und wenn ich jetzt hier da unten ein bisschen lasse, das ein bisschen untertourisch laufen lasse, versuche den jetzt hier wieder zu holen. Ihr seht, das funktioniert gerade so, er erholt sich. Aber optimal ist es natürlich in dem Falle nicht. Was ist, wenn ich jetzt rückwärts fahren will? Dafür habt ihr die Fahrtrichtungswechsler. Den könnt ihr in den Optionen ebenso einstellen, ob ihr den wollt oder nicht. Da habt ihr einmal hier den Traktor, das Traktorsymbol, und da habt ihr neben automatischer Motorstart, Stopp- und Go-Bremsung habt ihr hier diesen Anhängerfülllimit, Spritverbrauch, und irgendwo habt ihr dann in dem Falle hier auch noch das ganze namens Richtungswechsel, manuell oder automatisch, genauso wie hier den Gangschaltungsmodus, automatisch, manuell oder sogar manuell mit Kupplung, wenn ihr das Ganze wollt. In dem Falle, da ich das Ganze jetzt manuell habe, habe mir jetzt ja gerade absaufen lassen, müssen wir dann einmal hier in die 3. Und wenn ich jetzt sage, ich würde gern zurück, muss ich ebenso einmal die Kupplung drücken und kann jetzt, ich habe das jetzt auf der Leertaste belegt, sagen, hier einmal Richtungswechsel nach hinten und Richtungswechsel nach vorne. Ihr könnt das Ganze auch manuell machen, indem ihr halt die Shift-Taste gedrückt haltet und dann hier mit Numpad Plus und Numpad Minus halt hin und her switcht, ne, und dann das Ganze halt so macht. Wie gesagt, ist halt ein bisschen fummelig, klar, ist mit dem Lenkrad geiler, aber es funktioniert. Wenn wir uns dann hier noch den Marcel Ferguson anschauen, da seht ihr, der hat zum Beispiel wieder ein anderes Konzept, was die Lastenstufen angeht. Da haben wir jetzt zum Beispiel D mit drin, C und A. Also A, B, C und D. D ist dann die höchste, A ist dementsprechend die niedrigste. Und ihr seht, bei A komme ich bei der 2 so auf 9, 10 km/h, bei B auf 15, bei C auf 21, bei D dann dementsprechend hier auf 28. Und da kann ich dann auch noch mal mit durchschalten, wenn ich das Ganze wollen möchte. Das ist auch alles kein Problem. Ne, das funktioniert soweit auch. So, das grob dazu. Ich sage extra grob, ne, weil kann man bestimmt noch feiner behandeln, aber es geht jetzt prinzipiell erstmal ums Prinzip. Kommen wir mal zu den allgemeinen Ladegewichten mit diesen Fill-Gewichtslimiter. Wir haben ja jetzt nur überall im LS22 Gewichtsangaben. Bei Trailern, bei Traktoren, bei habt ihr nicht gesehen. Ne, im Shop, wenn ihr da hier drauf geht, geht auf Anhänger, habt ihr zum Beispiel den ersten 5,6 Tonnen, haben wir jetzt das Classding zum Beispiel 13,1 Tonnen, was die maximale zugelassene Maximalgewicht ist. Der Anhänger selber wiegt 4,9 Tonnen. So, nun hat jede einzelne Fruchtart im LS, ja, wo habe ich es? Hier in der Escape, hat eigene, mehr oder weniger,
Gewichtsangaben. Das heißt, Sojabohnen haben eigenes Gewicht wie, oder ein anderes Gewicht wie Mais. Mais wiederum kann schwerer, leichter sein wie Weizen. Oder Raps ist dementsprechend schwerer wie Hafer. Ist jetzt alles nur Beispiel. Ich weiß es nicht. Das ist dann reale Landwirtschaft. Ne? Da wissen dann die Landwirte sicherlich mehr als jetzt ich als Otto normaler LS-Spieler. Das heißt aber, der LS behandelt das alles separat jetzt einzeln. Nun, als Beispiel. Wir haben jetzt hier den Fendt Favorite 500 11C und haben hinten den Class Trailer dran. Ich starte den ganzen Spaß und fahre jetzt mal hier unter Silo. Ja. Also, ich würge ihn erstmal ab, natürlich, klarer Fall. Ich weiß schon, warum ich mit Automatik spiele. So, fahren wir jetzt hier ein bisschen vor und schauen uns das Ganze an. Wir haben jetzt das Type-Teil aktiviert, also die Funktion mit der maximalen Beladung, dass die nicht überschritten werden darf. Gehe ich hier kurz in den Neutral rein, wähle jetzt hier Sojabohnen aus und lasse das Ganze einfüllen. Standardgemäß kann dieser Trailer, wie wir ja gerade eben gesehen haben, hoppala, dürfte ich kurz, zwischen 12,6 und 22,5 Kubik laden. Also der jetzt hier mit Aufbau hat 22,5 Kubik Ladevolumen. Also in LS umgerechnet 22.500 Liter. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ihr seht, wir haben jetzt 18.697 Liter drin und haben Max. Das heißt, diese 18.697 Liter Sojabohnen entsprechen den 22.500 Litern Realgewicht, ne? Und somit ist er jetzt an sein Maximum, also an sein zugelassenes Gesamtgewicht, und somit geht nicht mehr rein. Somit kommen wir halt hier nur auf 83% und das ist es halt gewesen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter wiederum vorfahre, gut, ihr seht auch, ne, das Gewicht wirkt sich logischerweise auch auf die Fahrzeuge aus. Ihr seht auch, das wirkt sich auch auf die Räder hier mit aus beim Fahren. Die sind etwas niedergeblättet, ne? Also etwas mehr Druck halt drauf. Das sieht man jetzt alles. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel direkt nehmen, sprich ich nehme jetzt hier den Marcel Ferguson und nehme diesen ganz kleinen Anhänger. Halt, Gas geben. So, nicht abwürgen, bitte. Dankeschön. So, und der hat jetzt ein gesamt zugelassenes Gewicht von insgesamt 8 Tonnen, beziehungsweise 8 Kubik, ne, das sind 8000 Liter. Wenn ich jetzt hier die Sojabohnen in dem Fall einfülle und einmal wieder den Traktor absaufen lasse, seht ihr, komme ich jetzt hier auch auf 8000 Liter. Hier geht alles rein. Warum? Weil die Sojabohnen, wie gesagt, das Gewicht nicht übersteigen. Die Sojabohnen sind also weniger Gewicht insgesamt als wie diese 8000 Dinger. Ne? Und somit kriege ich das Teil hier auch voll, ohne dass er jetzt hier rummeckert, ey, ich will nicht. Wenn ich jetzt hier Weizen reinhauen würde oder Steine oder Kartoffeln, Zuckerrüben, würde ich zum Beispiel nicht auf diese 8000 Liter kommen. Da wären wir irgendwo bei 3000, 4000, 5000 Liter, je nachdem, weil diese Fruchtart mehr Gewicht im Einzelnen hat als jetzt hier diese Sojabohnen. Also sofern ihr dieses Feature aktiviert habt, ihr könnt es deaktivieren, könnt ihr nur so viel in die Trailer reinlassen, wie das maximal zugelassene Gesamtgewicht dieses Gerätes/Trailer halt ist. Ne? Ich glaube, das sollte soweit relativ simpel erklärt worden sein. Und das ist es am Ende des Tages von den ganzen Feature. Wenn ihr das Ganze auf dem Controller haben wollt, slash nehmen wollt, müsst ihr das auch in den Tastatureinstellungen hier machen. Geht hier unten auf Keypad und legt euch das dann hier unten auf eure Controller-Tasten. Zugegebenermaßen, ihr habt halt nicht viel Platz, ne, auf den Controller. Ihr seht das Ganze, ne, wo haben wir es denn jetzt hier, runter scrollen, dankeschön. Ihr habt halt nicht viel Platz insgesamt, ne? Ihr müsst dann mit LT und LB und RB und T-Pad up, D-Pad down. Das ist noch ein bisschen fummeliger wie in der Tastatur, aber wer sich mit Controller, Xbox, Playstation, whatever, wer sich da heimisch fühlt, der wird das, denke ich mal, auch mit hinbekommen. Ja. Und für alle, die Lenkrad haben und den Logitech-Shifter beispielsweise oder was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt, die sind sowieso ganz entspannt, weil die können es ja noch einfacher haben. Ne? Die haben eine eigene Pedale dafür und so weiter und so fort. Die sind also am entspanntesten. Aber für alle, die das auf Tastatur und Controller machen wollen, die machen es dementsprechend so. Jetzt nochmal kurz zum Ende, weil wir sind hier in dem Fall fertig. Wenn ihr noch mehr Informationen über diverse Getriebe haben wollt, ne, was der Unterschied und sonst was ist, der liebe Felix, sprich AgrarPlay, hat ein sehr, sehr, sehr ausführliches Video gemacht, auch wie das im LS umgesetzt ist. Wenn es euch interessiert, klickt oben rechts aufs i, da kommt er dementsprechend zu seinem Video. Grüße gehen raus und in dem Falle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.